unserer heutigen Filmkritik geht es um einen französischen Film, Das Tagebuch einer Kammerzofe. Es handelt sich dabei um eine Romanverfilmung und Marius Nobach hat sich den Film heute angeschaut. Ganz kurz, worum geht's? Ja, es erzählt von einem jungen Mädchen, das Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich als Kammerzofe arbeitet bei verschiedenen Dienstherren und irgendwie versucht, mit dieser Stellung zurechtzukommen, die ja wenig Möglichkeiten lässt, sich selbst zu entfalten, obwohl sie an sich eigentlich eine starke Persönlichkeit ist. Ich habe gerade schon gesagt, es ist eine Romanverfilmung und dieser Roman wurde schon häufiger verfilmt. Wie setzt sich denn jetzt diese Verfilmung, die hier auf der Berlinale präsentiert wurde, von allen anderen ab? Ja, die beiden früheren Verfilmungen, die es gab, die sind relativ frei mit dem Originalroman umgegangen. Diese hält sich jetzt ziemlich eng an die Vorlage und konzentriert sich dabei wirklich sehr stark auf die Frauenfigur, die im Zentrum steht, die auch von Léa Seydoux sehr stark gespielt wird. Eine eigentlich auch sehr sensible Figur, die aber dadurch, dass sie in dieser im Grunde rechtlosen Stellung als Dienstmädchen arbeiten muss, wenig Möglichkeiten hat, sich selbst zu entfalten. Also sie hat im Grunde nur die Möglichkeit, ihre Stellung auszufüllen, halt mit allen negativen Voraussetzungen, die das beinhaltet, den Nachstellungen der Dienstherren, den Schikanen der Dienstfrauen. Und die einzige Möglichkeit, die ihr bleibt, dem zu entkommen, ist im Grunde zu kündigen und die nächste Stellung anzutreten. Und dieses Dilemma wird halt in dem Film sehr stark über die Figur dargestellt, die als widerspenstiger Geist gezeichnet wird, die versucht, sich irgendwie durch diese Schwierigkeiten, die ihr da immer gestellt werden, durchzuwursteln. Es ist also ein weiterer Film, der sich der starken Rolle der Frau widmet. Jetzt haben wir schon über Queen of the Desert und Nobody Wants the Night gesprochen. Wenn du die drei jetzt mal in einen Topf wirfst und die Rollen der Frau so auf einen Blick bewerten würdest, welche unterschiedlichen Facetten werden da herausgearbeitet? Ja, bei den Nobody Wants the Night und Queen of the Desert ist es halt wirklich so, dass die Frauen sich herausnehmen, in einer Männerwelt wirklich als eigenständige Persönlichkeiten zu agieren. Das ist etwas, was im Tagebuch einer Kammerzofe nicht funktioniert, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse einfach zu rigide sind. Also es gibt für die Frau keinen Ausweg aus ihrer Stellung, es sei denn die Heirat oder den Tod. So ganz krass gesagt. Und das Stärkere an diesem Film im Vergleich zu den beiden anderen ist, wie ich finde, aber, dass es halt wirklich stringenter erzählt ist. Also dass die Frauenfigur halt aus der Gesellschaft, in der sie gezeichnet wird, wirklich als Teil hervorsticht und nicht irgendwie diese Behauptungen im Raum stehen, die in den beiden anderen Filmen zum Teil ein bisschen in der Luft hängen und nicht wirklich aus dem Film heraus motiviert sind. Ich höre heraus, du würdest diesen Film weiterempfehlen zum Anschauen? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Es ist auf jeden Fall für Freunde französischer Filme von gut gemachtem Kostümkino und von anspruchsvoller Filmkunst durchaus ein Filmtipp. Herzlichen Dank.